herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Immer noch am tiefen Lockern. Gemeinsam mit dem Herrn Stefan Müller. Hi. Hi. So. Oh, heute müssen wir aber fertig werden mit dem Teil hier. Ja, hoffentlich. Ich würde gerne noch vor heute Abend ansehen. Ich müsste ich auch noch düngen. Würdest du hier voll fertig machen, dann würde ich nämlich schon das andere Feld ansehen. Kann ich machen. Oder halt so weit, wie du kommst. Dann würde ich mal gleich die Sämaschine holen und das andere Feld ansehen. Ja. Ich hoffe, ich habe noch Saatgut. Das ist ja immer das meistens, was fehlt. Immer das, was man braucht, fehlt, ja. Ja. Fahre ich gerade noch eine Runde mit und dann klinke ich mich unten aus. Mal gucken, ob ich das andere Feld auch noch eigentlich pflügen müsste. Nee. Gut. Gut, gut, gut. Ich meine, dass ich auf dem anderen Feld noch eine Anpflanzung habe. Bin mir aber gar nicht sicher. Aber da der Racix diese Woche nicht da ist, kann der das auch nicht überprüfen mit der Pacht. Habe ich Glück gehabt. Hast du den Flecken gerade fertig? Ja. Starre hinter mir dann. Gut, bis später. Jo. Blitzer. Hat gereicht. Ich denke, hier werde ich Dinkel oder Mohn anpflanzen. Einen guten Ertrag. Ist voll. Ich nehme mal eher Mohn. Aus dem einfachen Grund, Dinkel braucht ein bisschen mehr Saatgut. Und wenn ich jetzt Mohn nehme, könnte sein, dass ich beide Felder auf einmal anpflanzen kann, dass es sich ausgeht.
Schneider? Nee, Quatsch, Müller. Ja. Hast du jetzt schon wieder einen Auftrag zum Ansehen ausgegeben? Ja. Ja. Haben sie schon gesät? Ist sind anscheinend gerade dabei. Scheiß Blitzer. Hätte ich vergessen. Ah, okay. Also sonst wäre ich danach zu dir hochgefahren und hätte es fertig jetzt gemacht. Das kleine Fältchen. Alles gut. Naja, wo es geht, Kosten mehr reduzieren. Ja. Das Geld gekriegt. Ich glaube nämlich nicht. Ja, Krüger. Nee, schon wieder sie. Ja. Okay, schafft der Müller nichts mehr? Der wollte gerade mit dem Herrn Neumann telefonieren. Ah, okay. Der soll mich mal zurückrufen, wenn er wieder da ist. Ja, richtig immer aus. Dankeschön, tschüss. Bis dann, wieder. Läng mich jetzt um. So. Mal schnell hier ansehen, bevor die Nacht kommt. Das war dann schon wieder gut dastehen. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir denn? Ah, 19:30. Für das Feld hier könnte es auf jeden Fall noch reichen. Kriegen wir schon hin. Oh, ich werde auch schon müde, ey. Sind nur los. Sieht nicht gut aus. Bin ein bisschen sehr lange. Ach, der Format ausgegangen. Warum denn das? Hey, da bin ich. Habe ich das Pedal berührt oder was? Irgendein falsches Knöpfchen gedrückt.
Scheiße. Naja, der Vorteil vom gepflügten Feld ist ja natürlich, dass man, glaube ich, 10% mehr Ernteertrag haben. Immerhin. Auch wenn wir es jetzt nicht unbedingt hätten pflügen müssen, kriegen wir wenigstens ein bisschen mehr Ertrag raus. Das lohnt sich auch schon. Serie und zieht gut durch. Ich hätte ja gerne eine größere Sämaschine, aber die Amazone zum Beispiel, die kosten mich halt 200.000 oder 250 alles in allem. Das kann ich mir nicht leisten, das wird noch nichts. Ich brauche auch nicht so viel mehr PS, glaube ich auch 270 oder so. Aber ist halt, ja, kriege ich nicht finanziert. Vor allem muss ich endlich mal einen Kredit abzahlen. Und da ordentlich runterkommen vom Kredit. Ich hoffe mal, dass ich das Feld tatsächlich noch fertig kriege. Irgendwie sieht das gerade nicht so aus. Ein bisschen mehr Gas geben irgendwie. Die Maschine ist eigentlich in gutem Zustand. Sollte eigentlich flotter gehen. Herr Müller, hier, ich wäre dann jetzt fertig. Super, dann überweise ich dir gleich 5.000. Können wir vielleicht noch ein bisschen was dran machen? Nee, ich sag dir Folgendes. Aber ich sag dir, wehe, das kommt raus. Ja. Ich überweise dir 5.000. Ja. Ja. Und du gibst es nicht an als Steuer. Okay. Gibt's nicht als Lohndingens an. Okay. Also ich
gebe dir sozusagen eine kleine Schenkung. Mach mal. Müssen wir nämlich nicht versteuern. Ja? Ja. Gut. Also. Dann danke ich dir recht schön. Ja. Und wenn du ja auch mal Hilfe brauchst, gib Bescheid, ne? Ja. Gut. Also. Gut. Bis dann. Schönen Ciao. Abend noch. Ciao. Der fährt mir einen Karren. Aber dann ist er auch selber dran. Das wird nix. So schaffen wir das nicht vor der Nacht. So, aber ich gebe mir beste Mühe, dass es noch hinhaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut gerne in die anderen Folgen rein, am besten in die Playlist. Oder morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.